Hallo liebe Campingfreunde, ich stelle euch heute unseren neuen Signeo C550 vor. Der 550 ist nicht einfach nur irgendein neuer Kastenwagen, sondern etwas ganz Besonderes, auf das wir lange gewartet haben, denn er schafft den Spagat zwischen Alltagstauglichkeit und Campingkomfort. Und damit ist dieses Fahrzeug wirklich interessant für all diejenigen, deren Kinder vielleicht schon aus dem Haus sind, die mehr Komfort wünschen, die nicht abends Betten bauen möchten, die eine schöne Nasszelle haben möchten mit einer ordentlichen Toilette, die nicht das Aufstelldach hoch und runter klappen möchten, sich aber bislang nicht für einen Kastenwagen interessiert haben, denn die Dinger waren immer 6 Meter lang und das war nun schon wirklich etwas schwierig im Alltag. Und dieses Fahrzeug schafft endlich den Spagat, denn es ist nur 5,50 Meter lang, lässt sich damit als alleiniges Fahrzeug nutzen. Ich brauche also keinen Zweitwagen mehr und kann ausschließlich mit diesem Fahrzeug rumfahren. Und das ist wirklich eine absolute Neuheit. Zum besseren Größenvergleich habe ich euch hier nochmal einige Fahrzeuge aufgereiht. Die stehen vorne alle sauber in einer Linie. Zuerst ein Copa 500 von Bürstner, der ja genau wie der Ford Nugget als absolut alltagstauglich von der Größe gilt. Dahinter steht die längere Version des Transit, wie sie beim Copa 530 oder hier beim Nugget Plus verbaut wird. Da sagt man, im Alltag machen die 40 cm knapp keinen Unterschied vom Handling oder kaum einen relevanten Unterschied. Und wie ihr dahinter seht, der Signeo 550 ist kaum länger und damit wirklich als alltagstaugliches Fahrzeug zu bezeichnen. Im Vergleich habe ich auf die andere Seite auch nochmal einen Ford Explorer gestellt. Auch vorne sauber in einer Reihe. Und da sieht man, der Signeo 550 ist kaum länger als ein großer SUV, wobei der Explorer noch nicht mal das größte an SUV ist, was auf den Straßen rumfährt. Also ich finde, das Teil ist wirklich eine Überlegung wert. Jetzt seid ihr sicher genau wie ich gespannt auf den Innenraum. Das Auto ist übrigens etwas niedriger als ein Nugget Plus mit Hochdach, also gar nicht so hoch, wie man denkt. Und ihr dürft euch auch nicht von der kastigen Form irritieren lassen. Der Radstand von der Breite und auch das Blech ist von der Breite exakt so groß wie bei dem kleineren Transit. Und lediglich die Spiegel sind ein bisschen breiter. Und auch der Abstand der Vorderräder bis zur Nase ist völlig identisch mit dem kleineren Transit. Also das Auto wirkt nur durch die Kastenform größer. Und natürlich wirkt sich das auf den Innenraum aus. Und genau das möchten wir natürlich auch haben. Dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Voila! Was als erstes auffällt, ist, dass hier eine neue Fliegenschutztür verbaut wurde. Die ist zweiteilig. Teil 1, Teil 2. Damit kann man das wunderbar verschließen. Und hier hat wirklich mal jemand mitgedacht, im Falle eines Defektes lässt sich diese wesentlich leichter reparieren. Dann fällt direkt auf, hier ist wieder eine Bodenklappe. Da kann man prima Schuhe reinpacken oder Hundeleinen oder ähnliches direkt am richtigen Platz. Die Sitzgruppe ist absolut ausreichend von der Größe, auch schön hell, von den Farben angenehm. Die besten Sitze sind bekanntlich die vorderen, die beliebtesten. Es ist ja mehr ein Zwei-Personen-Fahrzeug und hier wird man sich aufhalten. Ich habe mal den zusätzlichen Drehtisch ausgeklappt, der ist serienmäßig. Von hier hat man dann auch einen wunderbaren Blick auf den optionalen Fernseher, den werden sich die meisten einbauen. Die Fenster lassen sich natürlich mit Fliegenschutz verschließen oder auch komplett. Und die Rücksitzbank ist völlig ausreichend, wenn man mal Gäste empfängt oder um gemütlich die Füße drauf abzulegen. An der Spüle ist auch was neu. Den Wasserhahn kennt ihr, den Zwei-Flammen-Kocher auch. Neu ist der kleine Absatz hier, dieses Zusatzbrett. Als Küchenerweiterung. Das kann man natürlich ganz einfach abnehmen und nur dann benutzen, wenn man es unbedingt braucht. Jetzt zeige ich euch noch mal kurz die Verstaumöglichkeiten in der Küche. Hier passt nämlich echt viel rein. Hier sind 3 schöne Fächer und auch 3 große Schubladen, die in voller Tiefe und voller Höhe nutzbar sind. Also da ist echt gut Platz drin.
Dann haben wir hier rechts noch zwei 230 Volt Steckdosen, zwei USB-Steckdosen. Hier geht der Boiler ein und aus, der läuft mit Diesel. Und dann haben wir hier noch die Lichtschalter. Interessant ist auch das Bad. Das ist etwas kleiner als im Signio 590, aber völlig ausreichend. Oben haben wir den Alibert. Zwei Klappen, da passt genug rein. Lässt sich schön sauber verriegeln. Dann ist hier auch noch eine schöne Ablage. Da kann man auch Sachen stehen lassen während der Fahrt. Da fällt nichts runter. Duschen kann man natürlich auch. Das ist bekanntlich immer ein kleiner Kompromiss in diesen Fahrzeugen. Hier oben ist extra eine Schiene rundum. Und wir haben auch einen Duschvorhang. Das würde ich eher in Ausnahmefällen machen. Funktioniert aber. Was auf jeden Fall gut funktioniert, was ich immer gerne mache, man kann das Fenster öffnen und dann die Dusche einfach rauslegen und draußen als Stranddusche benutzen. Als Toilette ist serienmäßig eine Tedford Spültoilette verbaut. Das ist immer eine solide, gute Wahl. Aber auf Wunsch können wir euch auch gerne eine Klesana Beutelschweißtoilette verbauen oder auch eine Trockentrenntoilette. Kommen wir nun zum Bett. Das Bett hat eine Länge von 1,90 Meter, 1,92 Meter, wenn man es ganz genau nimmt. Die Breite beträgt 1,20 Meter. Das ist ein Stück weit breiter als oben im Copa 530, für zwei Personen wirklich ausreichend. Hier sind es ungefähr von der Wand bis zur Heckklappe 1,25 Meter von der Breite. Aber was ihr immer beachten müsst, wenn man zu Hause ein Bett von 1,40 Meter hat, dann empfindet man das als schmal, weil man kann ja nicht einmal an der Kante liegen, dann fällt man ja schnell mal raus. Hier kann man sich wirklich im Notfall bis an die Wand kuscheln und die volle Breite nutzen. Da sind 1,20 Meter wirklich gut. Optional bekommt ihr natürlich unser Froli Schlafsystem. Da habe ich eine komplett durchgängige Matratze vorgesehen, völlig ohne Unterteilungen. Die lässt sich sehr gut handeln, dazu Tellerfedern. Unser Fenster an der Seite am Kopfende, das bekommt ihr natürlich auch für den 550 optional. Dann klappen wir das mal beiseite. Geht sogar mit einer Hand. Hier kann man den Lattenhorst hochklemmen. Dann kommt man an den Kofferraum. Da ist auch noch ein Trennbrett. Das kann man rausnehmen. Manche nutzen diesen Platz auch, um ein Nest für ihre Hunde zu bauen. Aber ansonsten kann man hier auch schnell im Alltag mal was komplett durchladen. Also recht praktisch. Hier haben wir noch einen kleinen Schrank. Oben ist das Fach leer. Unten ist die Batterie drin, die Aufbaubatterie. Die setze ich immer gerne unter den Beifahrersitz, denn hier ist Platz dafür. Und dann auch gleich eine 200 Ampere Batterie, denn die ist für den Kühlschrank wirklich perfekt. Kommen wir zum oberen Bereich. Hier oben rechts ist das Bedienpanel. Und auch die Heizung, Truma E-Net Ready, gute Sache. Dann ein schönes großes Dachfenster, das sich komplett senkrecht stellen lässt. Also fast senkrecht. Das ist im Sommer wirklich eine tolle Sache. Fächer haben wir auch genügend. Das hier mache ich immer schnell voll mit allerlei Sachen für die Küche. Und hier können wir auch noch zusätzliche Küchensachen verstauen. Und dann haben wir immer noch 1, 2, 3, 4 Fächer für die persönlichen Sachen. Also da bekommt wirklich jeder alles rein, was er gebraucht. Beleuchtung haben wir auch reichlich, wie ihr seht. Die lassen sich fast alle getrennt schalten. Auch die Leselampen hier. Also die Beleuchtung ist wirklich super. Es ist richtig hell und freundlich. Und es ist auch eine angenehme Lichtfarbe, was im Campervan nicht selbstverständlich ist. Wo wir es gerade so gemütlich haben, zeige ich euch noch vorne die Plissee. Hier sind nämlich nicht nur einfach Isoliermatten mitgegeben, sondern hier sind gleich schöne, saubere Remi-Front-Plissee verbaut. Und die machen einen richtig schönen, gemütlichen Eindruck und sorgen auch für eine gute Hinterlüftung. Dann hat man nicht immer so beschlagene Scheiben des Morgens. Falls doch mal ein Enkelkind mitfahren möchte, gibt es dafür übrigens auch eine Lösung.
Hier gibt es ein zusätzliches Bett. Ich würde mal sagen, eine Art Notbett, obwohl das ist 1,75 Meter lang. Und da kann man schon ordentlich drauf schlafen. Seid bitte nicht irritiert, dass hier kein Radio verbaut ist. Wir sind ehrlich gesagt froh darum, denn wir verbauen lieber ein Pioneer Multimedia-System mit waschechter Camper-Navigation. Das ist viel besser als das originale Ford Sync. Zusätzlich eine Rückfahrkamera oben in der Rückleuchte integriert. Und optional kann man das Ganze noch aufpeppen mit einem Subwoofer und mit zusätzlichen Lautsprechern und Türdämmung und so das Auto in einen echten Konzertsaal verwandeln. Kommen wir zum Kofferraum. Der ist schön beleuchtet, natürlich beheizt. Oben rechts sieht man gleich die Kurbel für die Markise. Die ist dort griffbereit verstaut. Links der Gaskasten. Da passen 2 11 Kilogramm Gasflaschen rein, was nicht unbedingt nötig ist. Denn die meisten werden, so wie ich es empfehle, die Dieselheizung wählen für volle Autarkie. Dann hat das Auto einen Kompressorkühlschrank. Das bedeutet, das Gas wird wirklich nur zum Kochen benutzt. Und wir liefern dieses Fahrzeug alternativ auch in der Signeo X-Variante. Das bedeutet, der komplette Kasten hier hinten kommt weg. Dazu gibt es auch ein separates Video. Dazu ein kleiner Mini-Gaskasten mit einer 2,75 Kilo Flasche in den vorderen Schrank. Und schon haben wir einen riesig großen Kofferraum. Und die 2,75 Kilo Gasflasche reicht immer noch locker für 4 Wochen Sommerurlaub. Klasse ist auch die Markise. Die ist mal so richtig groß. Mit der Markise wird auch immer gleich die Vorzeltleuchte geliefert, das ist auch praktisch. Und was auch toll ist, die Markise geht weit genug vor die Tür. Das heißt, wenn ihr bei uns die optionale Markisenabdichtung mitbestellt, kann kein Wasser zwischen dem Fahrzeug durchlaufen und man kann im Regen die Tür auflassen und es läuft alles seitlich runter. Ja, mein Lieben. Also ich finde, dieses Fahrzeug ist wirklich klasse geworden. Damit hat Bürstner eine echte Marktlücke geschlossen und sicherlich vielen einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Denn jetzt endlich haben wir einen Camper, der gleichermaßen alltagstauglich wie komfortabel ist. Und das gab es sonst bislang in unserem Angebot nicht in dieser Form. Das Fahrzeug ist übrigens sofort verfügbar. Wir haben gerade mehrere bekommen. Ihr könnt ihn ab sofort bei uns anschauen, testen, Probe fahren und wenn ihr Fragen habt, kontaktiert mich oder mein Team. Ich würde mich freuen. Viele Grüße, euer Oliver.